Jo, Sportskameraden, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Görkis Kochstudio. Und heute gibt es ein leckeres Crepe-Rezept. Die Görki Eiweiß-Crepe, einfach und schnell gemacht. Ihr seht jetzt gleich, wie es funktioniert. Jo, Sportskameraden, kommen wir mal zu den Zutaten. Und ich habe mir gesagt, ich mache mal was ganz Einfaches für euch, was ihr zu Hause habt. Einfachen Crepe. Und kommen wir mal hier zu den Zutaten. Was haben wir hier? Erstmal ganz normal im Shaker gemacht. Ne? 6 Eiweiß ohne Eigelb. Einfach 6 Eier da reingehauen. Das Eigelb getrennt. Dann kommt gleich noch ein ganzes Ei rein mit Eigelb. Ich habe hier ca. 30 Gramm Whey-Protein kommt mit rein. Dann ein Esslöffel Erdnussbutter habe ich hier. Ihr könnt auch Mandelbutter nehmen. Vorzugsweise würde ich euch empfehlen, nehmt die cremige Butter. Ich habe leider nur Crunchy hier da. Ich hoffe, das klappt gleich ganz gut. Ne? Dann haben wir hier einen Esslöffel, machen wir Stevia rein. Ihr könnt auch den Süßstoff eurer Wahl nehmen. Ich nehme Stevia einfach, weil es ein bisschen kalorienarmer als Zucker ist einfach. Dann würde ich sagen, hauen wir das einfach mal alles rein. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Denkt nicht. Und ja, dann müssen wir es einfach schütteln. Und ja, reinballern erstmal hier, ne? Machen wir hier das Eiweißpulver schön rein. 30 Gramm, wie gesagt, Schoko in meinem Fall. Dann hauen wir noch ein Ei rein. Wirklich alles zu Hause gehabt. Nicht dafür einkaufen gegangen. Ich hoffe, das Crunchy funktioniert jetzt hier bei mir. Wie gesagt, Creamy wird wahrscheinlich besser sein. Aber ich hoffe einfach mal. So, reinknallen. Rip. Ein bisschen die Finger hier benutzen. Schmeckt immer geil. Persönlich bin ich auch Fan von Erdnussbutter. Wir haben gute Eiweißquelle. Schmeckt lecker. Gerade für süße Rezepte und auch gerade die Fettsäuren gar nicht mal so schlecht. Das sind natürlich viele Kalorien, aber wenn man ein bisschen Muskeln aufbauen möchte, perfekte Sache. Erdnussbutter. Ein Esslöffel Stevia. Jetzt kommen wir hier die Kommentare hier. Ist kein natürliches Stevia. Natürlich ist das dieses Glycozyt da, dieses industriell abgeänderte Stevia, was einfach im normalen Handel eigentlich so ist, sonst kann man auch ein teures nehmen. Mir geht es jetzt persönlich um die Kalorien da, die ich dann damit einspare. So, jetzt haben wir eigentlich alles schon drin. Und ja, jetzt muss ich sagen, shake it, baby. Und dann hoffe ich, dass das eine Masse gibt. Ich bin noch ein bisschen kritisch wegen der crunchy Erdnussbutter, aber ich hoffe, es funktioniert. Wie gesagt, creamy immer besser. So, jetzt wollen wir das mal hier schütteln. Hoffen, dass das schöne Masse gibt. Ich muss mir jetzt echt Mühe geben, damit es crunchy weggeht. Kann ein bisschen Spaß drum sein. Jetzt werden wir wieder ernst, weil mit Essen muss man ernst umgehen und da darf man auch nicht scheiße oder so zu sagen. So, sieht schon mal ganz gut aus, ist flüssig und ich glaube auch das Crunchy hat sich aufgelöst. Und jetzt können wir nämlich perfekt mit dem Shaker dann gleich auch das direkt in die Pfanne schütten. Und dann schön umrühren, Pfanne mal jetzt heiß und dann sehen wir, wie das hoffentlich funktioniert. I'm your provider, I'll get you anything you need. Your sole provider, your satisfaction's guaranteed. Check out my credentials. So, wenn die Pfanne dann leicht warm ist, können wir auch schon mit dem Shaker dann den, sag ich mal, Teig reinschütten oder die Masse. Perfekt natürlich mit dem Shaker können wir jetzt hier vorne mit diesem, ja, Mundstück ideal dosieren und da können wir dann einfach hier oben einmal so ein paar Kreise ziehen, ja, und das schön verteilen. Ist natürlich sehr flüssig, ist kein Pfannkuchen, sondern Crepe. Ja, jetzt können wir es mit der Pfanne noch ein bisschen hin und her verteilen. So. So, jetzt warten wir ein bisschen und gucken natürlich, dass es von unten schon mal ein bisschen fest wird. Und ganz wichtig beim Crepe, wir können das halt nicht hin und wieder umdrehen, dann reißt es auseinander, weil es so dünn ist. Deswegen solltet ihr gucken, dass ihr bei der Pfanne vielleicht so einen Deckel habt. Damit von oben auch die Wärme dann drauf kommt, können wir dann circa 5 Minuten reicht das, ungefähr 5 Minuten können wir den dann braten in der Pfanne und nach circa 1-2 Minuten machen wir einen Deckel mal oben drauf. Wupp, schon fast verbrannt, ja. Dass auch von oben dann im Endeffekt ein bisschen Hitze ankommt und dass der von oben auch knusprig wird und dann circa 5 Minuten, dann passt es. So, der Crepe ist jetzt fertig, ich muss zu sagen, zu meinem Entsetzen ist er ein bisschen dick geworden, weil ich ein bisschen viel reingemacht habe. Ist aber alles Übungssache, auch dann, wenn er ein bisschen dicker ist, muss ich den jetzt hier einmal kurz umdrehen. Wenn er aber schön dünn ist, ist er relativ schnell durch und müsst ihn auch nicht umdrehen. Deswegen probieren wir mal einfach mal aus, ich hole ihn mal raus. Ja, ist ein bisschen braun geworden, ja, aber das ist hier der Crepe. Natürlich liegt es auch am Schokogeschmack. Wenn ihr Vanillepulver habt, ist er natürlich nicht so dunkel, ne? Also nicht geschockt sein, er ist nicht verbrannt, sondern auch aufgrund des Schokopulvers etwas dunkel. Jetzt haben wir den Crepe, ne? Das ist eher dann wahrscheinlich die süße Variante, wenn ihr Schokopulver habt. Ihr könnt natürlich auch
neutrales Eiweißpulver nehmen. Durch den durch den Süßstoff ist es natürlich auch ein bisschen süß. Dann könnt ihr die Variante zum Beispiel mit Frischkäse machen oder euch irgendwie Käse drauf machen. Das ist dann eher die süße Variante. Ihr könnt natürlich dann nochmal Erdnussbutter draufhauen oder vielleicht auch Marmelade. Ist einfach immer noch eine gute Alternative zu Süßigkeiten. Ich probiere einfach mal. Und ja, was soll ich auch anderes sagen? Das schmeckt verdammt gut. Wie immer bei Görkis Rezepten. Hier schmeckt man natürlich auch schön die Erdnussbutter ein bisschen raus. Das ist crunchy. Meine Empfehlung war immer noch die Creamy, dass die schön creamy creamy ist und dass die Dinge auch nicht so schnell zerreißen. Aber wirklich eine einfache Sache, was ihr da zu Hause habt und schnell zu machen ist. Deswegen macht es einfach mal nach. Mal von mir ein einfaches Rezept, viel Eiweiß. Ich habe mir noch die, einen Moment, und zwar habe ich mir die Angaben nochmal hier raus, die Nährwerte nochmal rausgeschrieben. Ein so ein Crepe jetzt, wer hier ist. Das sind ca. 350 Kalorien, ja, und da haben wir 13 Gramm Fett, 7 Gramm Kohlenhydrate und ganze 53 Gramm Eiweiß, ja, also eine schöne Eiweißbombe und wie gesagt, besser als jede Schokolade oder sonst was gegen Abend, wenn ihr mal Heißhunger habt zwischendurch, für die Arbeit zum Mitnehmen, haut rein, abonniert mich, euer Görki, tschüss, gut auf dich. Du nimmst es aber auch viel aus Fleisch zum Beispiel auf oder Fisch, ne, aus tierischen Lebensmitteln vor allem, kannst du auch Kreatin gewinnen. Dann ist es so ein Kreatin wie wir Kreatin. Es gibt auch Kreatin, wird natürlich.